herzlich willkommen zu den Oktoberfestspielen 2007, dem Original, auf München TV. Auch in diesem Jahr bringen wir Ihnen wieder 16 Tage lang die Wiesn in Ihr Wohnzimmer rein. Und ich zum Glück nicht alleine. Sie steht schon bereit auf unserer quasi gepimpten Showtreppe. Das Gardemaß des bayerischen Dirndls, die Kaktusblüte der Oberpfalz. Meine Damen und Herren, Marion Schieder. Ich fühle wieder Seele. Danke Wiesn 2007 und Servus miteinander. Schön, dass Sie mit dabei sind. Stehst auch für mich? Ich habe mich quasi schon erhoben. Schau, Dankeschön. Das Bierli steht auch schon bereit. Meist ist so, als wäre es nie anders gewesen, gell? Nein, nein. Prost. Prost, erst einmal. Prost. Endlich die erste Maß und das Bier ist ja so gesund. Vitamin B für Haut und Haare und Stressabbau durch den Hopfen. Also rein medizinisch gesehen. Jetzt weißt du, warum ich jetzt schon gar keinen Stress habe. Ach so. Ich bin ja schon eine Weile da. Wie lang denn schon? Naja, ich bin am gepflegten frühen Nachmittag hier eingetroffen. Erst seit letztem Jahr nicht mehr von dieser Wiesn runter. Du, was ich dir sagen wollte, als wäre es wie früher gewesen, ich wusste was sagen. Ich bin heute in das Dirndl reingeschlupft mit meinem Adoniskörper und dachte mir, schon lange nicht mehr drin gewesen, Frau Schieder. Adonis ist ja aber mal grundsätzlich maskulin, oder? Falsch, ich fühle mich ja auch manchmal so. Ist das so? Aber ich bin in einer körperlichen Auseinandersetzung noch mit diesem Dirndl. Wir haben nur einen kleinen Konflikt. Aber du bist schon im richtigen Körper geboren worden. Ich bin noch am Überlegen, 16 Tage habe ich Zeit, aber ich wollte dir eins sagen, deine Samtage sieht ausgezeichnet aus. Samtage? Das muss man vielleicht übersetzen. Also diese Weste hier habe ich neu, die ist aus Samt. Und ich frage mich, ob ich sie jemals wieder ausziehen werde. Denn ich finde, sie kleidet mich und sie schmiegt sich auch. Ich würde jetzt auch gerne Adoniskörper sagen, aber ich bring's nicht raus. Na, 16 Tage, nee, wir nehmen doch immer ab. Nach der letzten Wiesn habe ich abgenommen. Da habe ich schon mal die Träger runtermachen müssen von der Lederhose. Echt? Ja. Und wie war es da mit der Gürtelschnalle so an der Seite? Hast du die enger gemacht? Es ging wunderbar. Ja? Du sag einmal, es geht ja im Zelt schon ab. Hier im Winzerer Fahndl sind wir ja auch dieses Jahr wieder beheimatet. Es geht ja ab. Wollen wir mal ganz rasch ins Zelt runterschauen? Unser Oberbürgermeister Christian Ude hat ja wieder den Schlägel rausgeholt. Ist ja üblich, 12 Uhr mittags war es dann eröffnet. Wir waren natürlich live dabei. Wir waren dabei. Der Oberbürgermeister greift zum Schlägel, greift zum Wechsel. Als Linkshänder steht er rechts vom Fass. Herr Bürgermeister, diesmal nicht zu früh loslegen. Ich zähle runter. 5, 4, 3, 2, 1, los! Und zapft es auf eine friedliche Wiesn! So, wir hören im Hintergrund 12 Böllerschüsse, die als Signal für alle anderen Bierzelte hier auf dem Oktoberfest gelten. Jetzt darf überall O-Zapft und ausgeschenkt werden. Und für alle Chronisten und Berichterstatter. So hat es also heute Mittag um 12 Uhr, man ist ja schon versucht zu sagen, Schlag 12 Uhr ausgesehen im Schottenhammel drüben. 3 Schläge hat er gebraucht, unser Oberbürgermeister Christian Ude. Und jetzt ist er bei uns oben auf der Showtreppe. Und da haben wir sogar noch ein Gimmick für ihn. Da gehen doch die Lamperl an. Achtung, so, wo sind Sie denn?
Ah, oh, da versagt die Technik. Herr Ude, es ist ein Skandal. Nein, es geht jetzt nicht. Sie müssen so runterkommen. Schade an sich, aber wir werden dieses technische Problem noch hinkriegen. Aber ansonsten alles in Ordnung, oder? Es ist ein wunderbarer Wiesenstart, also wie er im Märchenbuch steht. Mal ganz ehrlich, ich habe ja den Wiesenanstich verfolgt. Es waren drei Schläge. Die Intervalle zwischen den Schlägen waren sehr identisch. Also für mich sah es so aus, als hätten sie weder zwei noch vier Schläge vorgehabt. Sie haben sich von vornherein gedacht, drei Schläge wären es heuer, oder? Ganz genau, ich wollte drei Schläge. Das war ja auch mal ein Rekord. Aber in der Zwischenzeit hatte es auch mal zwei Schläge gegeben im Jahr 2005. Aber ich war so auf das Normalmaß drei Schläge eingestellt, dass ich gar nicht mehr rechtzeitig reagiert habe, dass mein geheimer Berater, der ja neben mir steht, nach dem zweiten Schlag gerufen hat, passt. Das ist eigentlich das Stichwort, aufzuhören, aber da war der dritte Schlag schon unterwegs. Wieder unterwegs und heute mit der Elli, der Superstar-Gewinnerin. Ich grüße dich. Hello, hello. Noch geht's mir gut. Ach, geht's dir gut. Hast du ein bisschen Angst schon? Ich habe so ein bisschen leicht schwitzige Hände, wenn sie mal fühlen. Aber Angst würde ich es jetzt nicht nennen. Du bist ja auch einiges gewohnt, ne? Mit Dieter Bohlen allein schon. Da kann man ja locker mal eine Frisbee fahren. Ich wollte gerade sagen, da ist so eine Frisbee-Scheibe ein Scheißdreck dagegen tatsächlich. Kurz vor dem O-Zapfen, steigen Sie Meditation ein, starke Konzentrationsphase oder schießt es einfach aus dem Arm? Also da kann ich wirklich Neues berichten. Ich habe 13 Mal am Schluss in den letzten Sekunden tatsächlich Lampenfieber gekriegt. Dieses Mal, es war mein 15. Wieseneröffnung, aber nur das 14. Anzapfen, weil es ja einmal ausgefallen war. Da war völlige Gleichmut und Gelassenheit. Ich war selber überrascht. Oh Gott! Oh Gott! Herr Ude, jetzt einmal eine Frage. Sie haben vorhin von einem geheimen Berater gesprochen. Wo waren Sie eigentlich am vergangenen Donnerstag? Am vergangenen Donnerstag war ich lange im Rathaus. Ich war hier, da und dort. Aber das wollen Sie wahrscheinlich alles nicht wissen. Hat es im Rathaus eine sechste Etage? Sie wollen nur wissen, wo ich um 16 Uhr war. Und da habe ich tatsächlich wieder einmal der Paulaner Brauerei einen Besuch abgestattet, um denen zu zeigen, wie man anzapft. Ach, es war andersrum. Na fein. Boah, ich glaube, die geben halt extra Gas. Immer wenn die sehen, dass eine Kamera an Bord ist. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh, ist mir schlecht! Wahnsinn, oder? Das ist unsere Showtreppe 2007. Du sag mal, deine drei Grazien dort, die Blondinen, die für dich ausgewählt wurden, hat dich da der Jürgen unterstützt oder gar die Ramona oder hast du das ganz alleine gemacht? Jürgen hat gesagt, er kennt nur die Ramona, ich muss mir Frauen selber aussuchen. Gerade war ich ja noch vor dem Hypodrom, jetzt bin ich drinnen und habe mir den kleinen Mann Carlo Drennert an die Seite geholt. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie sind ja auch gerade auf dem Weg zu Boris Becker, ich darf da nicht hin. Du darfst da nicht hin? Nein, die haben uns weggeschickt, so ganz große, schwarz gekleidete Männer, die wollen uns da nicht. Das kann ich gar nicht verstehen. Soll ich mal mit ihm reden? Bringen Sie mich da rein? Ich kann ich nicht versprechen. Das ist ja nicht meine Veranstaltung, das ist von Boris. Aber jetzt bin ich erstmal so glücklich, dass Sie überhaupt an meiner Seite sind. Also die Frau Schieder ist ja wirklich selten nervös. Aber es ist dann nun doch vorgekommen, dass Frau Schieder ansatzweise Hektikflecken bekommt. Nun, sie steht auf dieser Seite. Üblicherweise steht sie auf dieser Seite. Aber weil dort der John sitzt, steht sie jetzt auf dieser Seite. Und ich glaube, wir alle werden Zeuge einer, ich weiß nicht, einer knospenden Annäherung quasi, einer knospenden Liebe, einer Annäherung, auf die man, ich weiß nicht, was willst du? Können Sie sich eigentlich noch an Ihren ersten Wiesenbesuch erinnern? Erster Wiesenbesuch, ich glaube, das war vor 25 Jahren, es war wundervoll. Mir schmeckt das Bier auch so gut hier. Ja? Ja, ich liebe das Bier hier. Ja, es gibt sehr viel Neid, ich hätte gern so einen Knackarsch wie der Flo. Ja? Echt, hat die Ohren, habe ich gar nicht gesehen. Ja, den wollen wir ja sehen, steh doch mal auf und dreh dich um, aufstehen. Bitte. Flo, umdrehen. Okay, die Wadeln jetzt nicht einfangen, nur den Arsch. Und wir sind weiter unterwegs in den Fahrgeschäften auf der Theresienwiese, auf dem Oktoberfest und sind jetzt in der Imaginationswelt. Sie sehen, ich habe eine ganz besondere Brille hier, die splittet das Licht in die Spektralfarben und wir haben diese besondere Erfindung auch für
wir unsere Kamera anwenden können. Da können Sie sehen, wie das hier aussieht. Die Welt der Imagination. Also es hat ein bisschen was von absolutem Vollrausch und gleichzeitig zu lange durchgefeiert. Ah, du streichst das so viel, so. 60 oder so. Das ist leider so. Ich creme mich immer ziemlich stark ein, weil ich werd nicht braun, ich werde immer nur rot oder ich krieg Sonnenbrand oder Sommersprossen. Ja, aber wie war das dann bei den Dreharbeiten zu Der Tod kommt krass auf einem Kreuzfahrtschiff? Da ist man ja häufig auf dem Sonnendeck. Wie hat er das denn gemacht? Ja, krass, dass du fragst. Wir waren halt eher so im Norden, wir waren am Nordpolarmeer und da ist die Sonne nicht so intensiv. Und jetzt geht er runter! Yeah! Ein Wahnsinn! Ist das jetzt genauso wie mit den Schienen die Strecke von Hamburg nach Nairobi zurückzulegen? Ja, also ich sag mal so, Hamburg-Nairobi ist ja mit Unterbrechungen, aber Feeling ist schon geil. Aber wie war die Küche auf dem Schiff? Zum Kotzen. Das war so eine Rentnerküche, das war so ohne Salz, ohne Gewürze. Ich hätte eine Flasche Maggi mitnehmen sollen. Wie ist es denn so, wenn ihr miteinander auf der Wiesn unterwegs seid? Trefft ihr euch in einem Zelt gemeinsam, seid dann den ganzen Abend unterwegs, lustig? Oder sagt ihr, wir kennen uns nicht und gehen einzelne Wege? Ja, ich weiß gar nicht, wer der Typ ist da neben mir. Ja, behauptet der Stefan zu sein, aber der hat einen Drehsatz an. Ja, ich halte mich immer an Job, weil der hat Geld dabei. Ja, genau. Wir sind oft natürlich eingeladen bei den gleichen Sachen und genießen die Wiesn zusammen, weil wir kennen uns ja schon 20 Jahre und wir sind beide richtige Bayern. Ich bin der tollste Bursch und er ist so fast knapper Bayer aus Ingolstadt. Ich bin in München geboren, sagen wir es mal ganz ehrlich. Rot-Kreuz-Krankenhaus. Isabel Edwardson, besser bekannt von Let's Dance, ne? Genau, ja, das stimmt. Zweimal. Zweimal, erstmal mit Wayne Carpendale gewonnen. Ja. Nee, zweiter wurde ihr. Wie war das? Nee, ich und Wayne, wir haben das Glück gehabt, dass wir gewonnen hat. Ja. Okay, und wie war das mit Giovanni Elba? Und Giovanni, da haben wir das Finale geschafft und haben den dritten Platz gemacht. Ich finde es ja super. Du als Schwedin hast ja quasi mal einem Brasilianer den Rhythmus gezeigt, ne? Genau. Also leider hätte er das nicht im Blut gehabt, aber er hat sich richtig gut Mühe gegeben und am Ende war das schon ziemlich gut. Jetzt ist alles still, ich gehe. Regen durchdringt Schweinejacke. Irgendjemand kocht Kaffee. Kaffee, Oli. In der Luft auf sich Baracke. Ja, in den Pfützen schwimmt Benzin. Ja, schnallt wie ein Regenbogen. Ja, Wolken spiegeln sich darin. Ja, ich wär gerne mitgeflogen. Über den Worten muss die Frage und grenzenlos sein. Alle Ängste und alle Sorgen, sagt man, die Welt darunter verborgen und dann. Wäre was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich wichtig und klein. Es ist soweit, die Wiesn-Olympiade 2007. Die Kampfgegner sind Schorsch von 95.5 Charivari und Alex Onken von München TV. Seid ihr schon eins mit dem Material im Maskrug einschenken? Ja, absolut. Ich habe mich gestern vertraut gemacht mit dem Material, habe die ein oder andere Maske getrunken und ich wäre soweit. Schorsch? Man nennt mich auch den Zapfer. Wir haben hier zwei Juroren an meiner Seite. Putzi Holenia ist natürlich gelernter Bierbrauer, der kennt sie aus. Und natürlich Steinberg Junior. Servus. Servus, hallo. Wenn Sie die beiden jetzt so anschauen, glauben Sie, das wird irgendwas? Nein. Herzi. Hallo, der war für mich bedacht. Entschuldige, die wollen mit mir. Geri, komm hoch zu mir. Also, der ist ein netter Kerl, ehrlich. Kurz noch zum Reglement. In einer Minute müssen die meisten Massen eingeschenkt werden. Wenn falsch eingeschenkt ist, also ein Daumenbreit unter dem Kanten und das ist nicht in Ordnung, werden 10 Strafsekunden draufgerechnet. Also, meine Herrschaften, eine Minute Zeit. Wir haben uns jetzt ein trockenes Plätzchen gesucht und sind in die Geisterbahn gegangen. Eine ganz gruselige Geschichte, aber wenigstens trocken. Das Besondere hier, lebende Geister erschrecken einen hier. Die Geister sind übrigens 9 an der Zahl und zwischen 25 und 35 Jahren alt, meistens verhinderte BWL-Studenten oder VWL-Studenten. Ich weiß, wenn es jetzt Beschwerden gibt, bitte alles per Fax an Marion und Alex. Oh! Ja. In diesem Sinne, auf die Plätze, fertig, anzapfen. Gut, man sieht, das Bier läuft, also am Bier kann es letztendlich nicht scheitern. Gut, momentan sehe ich nur Schaum, ich sehe ein paar Krüge. Alex Onken
reckt den Mund nach vorne. Unser Schorsch muss sich feststellen, momentan noch auf Gleichstand mit seinem Konkurrenten Alex Onken. Tja, da kann man schon mal leicht in Schwitzen kommen. Vergessen Sie das Regenwetter, heute ist es heiß hier im Hofbräu. Man soll auch bedenken, dass diese Menschen diese Getränke auch zu sich nehmen. Also die Gäste draußen im Hofbräu sollten dieses auch trinken können. Wen haben wir denn hier noch? Also die Geisterbahn hat es in sich, lebende Geister ist natürlich was Schönes. Ah, mein Gott. Da erschrickt man auch, wenn man schon 20 Jahre Nachrichten macht mit gruseligen Nachrichtenstücken. Ja, oh mein Gott, das war Dr. Frankenstein persönlich. Die letzten Sekunden laufen in der ersten Disziplin Wiesn-Olympiade. Stopp! Aus! Aus! So. Ich möchte darauf hinweisen, dass in einem meiner Krüge ein Loch war. Der da hat mich sabotiert. Moment einmal, das ist eine ganz böse Unterstellung, Frau Pauli. Das war nicht so. Aha. Einer der Programmchefs, verfeindeter Sender, wahrscheinlich vom bayerischen Fernsehen. Wie viel haben dann letztendlich der Onken geschafft, wenn man die zwei abzieht? 14. Butzi, wie viel hat dann unser Schorsch von 95,5 Charivari? 18, 17. Tja, damit liegt Schorsch von Charivari 95,5 vorne. Er freut sich sichtlich. In diesem Sinne muss ich mich jetzt wieder mit Alex Onken auf den Pore wagen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday! Liebste Claudia, Happy Birthday. Ich hör auf, das war das schlimmste Geschenk, was du je bekommen hast, stimmt's? Ich fand es ziemlich wunderschön. Vor allem, wenn ich das Dekolleté sehe, dann fand ich es noch schöner. Aber bei deinem erst hier. Bleib dann halt doch mal kurz da. Oh! Oh! Also sie ist jetzt da, das Wiesn-Playmate 2007. Anna Schall! Oh! Ach, sie ist da! Hallo, oh. Hübsche Damen haben wir immer gern da, vor allen Dingen. Alex Onken. Hallo Anna, grüß dich, setz dich doch bitte in die Mitte bitte. In die Mitte bitte. Ja. Ganz München hat jetzt Hektikflecken, allen voran Alex Onken, gell? Und ich habe hier ein paar Geschenke, also heb mal bitte schön ab. Okay. Also bayerisch, weil du bist ja von Hamburg nach Lilliput München. Bayerisch. Sag nur mal ein Wort. Ein Wort. Dringa. Ach, das passt ja. Trinken. Wie ist es denn, wenn man dann früh morgens um 6, das Shooting ist ja nicht nur schön. Shooting kann auch anstrengend sein. Ich spreche nicht aus Erfahrung. Ich wollte gerade fragen, woher weißt du das denn? Ich komme! Oh Gott! Oh Scheiße! Das ist ganz nass! Oh Mann, jetzt habe ich einen ganz nassen Hintern. Ach, Freuhaus. Weißt du, was sie nicht mag? Was? Ich weiß es, weil es da steht, nämlich in echt. Unpünktlichkeit, Lästern und kalte Winter. Nun, heute ist ein recht kalter Wiesentag. Ja. Lästern? Nein, wir lästern nicht. Höchstens über den Schorsch von 95,5 Charivari, genau. Das Radiogesicht. Und Unpünktlichkeit. Gut, du warst auf die Minute da. Das muss man ja sagen. Das ist das Wort. Warte. Dreisager. Also ich bin ja 42 geworden, aber hier steht 30, Dreisacker oder sowas. Das ist das hier für alle Sinne. Da kann man hier schön durchlaufen. Habe ich jetzt eigentlich einen nassen Hintern? Nein. Bam auf 69, oder? Der Brian, der Adams. Da warst du auch schon 10. 5. Bei mir jetzt Josef Schmidt. Herr Schmidt, wie ist Ihnen heute zumute? Was für ein Feiertyp sind Sie denn? Also ich bin ein Allround-Feiertyp. Ich freue mich genauso auf eine zünftige Maß und ein gebratenes Hintl in einem der ganz großen Bierzelte. Aber heute hier im Weinzelt ist es auch prima. Bin auch ein großer Weinfan. Also ich kann überall feiern. Ich sehe mich halt jetzt schon liegen, aber das wollen Sie auch alle sehen. Okay. Ich traue mich nicht. Cool! Wow! Ich verliere gern, wenn es denn fair ist.
So, dann bereite dich heute Abend vor. Gurgel Salbeitee, trinke Honig, lass dich kratzen, was auch immer, oder massieren. Und außerdem lachen gerade alle, die mich kennen. Ich kann ganz schlecht verlieren.